This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute. Heute geht es darum, was das Bewusstsein, was das Mindset für eine Rolle spielt bei der Ernährung. Viele sagen, ja, Ernährung ist völlig egal, manche. Und dem ist, denke ich, auf keinen Fall so. Aber ein wichtiger Punkt eben, wo viele wirklich ansprechen, so Ernährung ist nicht alles. Und das ist definitiv so. Ernährung, die bildet vielleicht einen Grundstein, um einen klaren Geist zu entwickeln, aber trotzdem, die Einstellung, die geistige und das Mindset ist so entscheidend. Auch gerade, wenn man was isst. Wenn du eine gute Mahlzeit isst, mit gesunden Sachen und die du nur reinzwängst und machst es nur, weil es gesund ist, dir schmeckt es überhaupt nicht und du genießt es nicht. Das bringt überhaupt nichts. Dann kannst du eine Ernährungsumstellung gleich vergessen. Der Grundstein sollte immer sein, dass man das Essen genießt. Wenn du das Essen nicht genießt, dann isst nichts. Bitte tu mir den Gefallen, isst nichts, wenn du es nicht genießt. Fasten ist immer noch besser, da reinigt sich der Körper am besten. Nur essen, wenn du es genießt. Und das ist das, wovon ich auch immer ausgehe, wenn ich von der Ernährungsumstellung spreche. Sich auf diese positiven Dinge zu konzentrieren, das habe ich auch immer gemacht. Ich habe immer gesehen, boah, ich habe noch nie so viele leckere Sachen ausprobiert, dann auch Früchte. Und ich habe das so genossen. Da war nie ein Verzicht dabei. Wenn man was aus Verzicht macht, dann ist es nie dauerhaft, das kann nicht funktionieren. Und so ist es eben auch, je nachdem, was für eine Einstellung ihr zum Essen habt, so geht es auch durch euren Körper. Die Schwingung nimmt das Essen auch auf. Man hat zum Beispiel auch Tests gemacht mit Lügendetektoren und ähnlichen, mit Resonanzgeräten, die hat man an Pflanzen angeschlossen. Und Pflanzen, die Schwingung, die elektromagnetische Schwingung und so weiter, diese Resonanzen, die da drin herrschen, die nehmen Gedanken wahr von Menschen. Also wenn du so einen Detektor an Pflanzen anschließt und dann hat sich jemand gedacht, hey, ich will sie jetzt verbrennen, die Pflanze. Und in dem Moment, wo du diesen Gedanken denkst, schlägt der Detektor aus. Die Pflanze spürst, wenn du nur daran denkst. Dieser Gedanke ist im Raum. Und noch, um noch weiter zu gehen, es ist auch noch so, dass da ist eine Verbindung einfach da. Selbst wenn man diese Pflanze abriegelt, da herrscht immer eine Verbindung, wie eine Verbindung zwischen Mutter und Kind. Es ist völlig egal, was dazwischen ist. Die haben zum Beispiel auch mal einen Test gemacht, einen Hasen, die Mutter irgendwo ein paar hundert Kilometer weiter in einem U-Boot umgebracht oder so. Nicht die tollsten Tests, so. Aber, also das Kind umgebracht und die Mutter spürt es. Die Mutter spürt immer, wenn das Kind stirbt, egal wo das ist. Und das sind Verbindungen da, die sind messbar, die sind beweisbar, die sind bewiesen wissenschaftlich. Vielleicht noch nicht ganz so eine Mainstream Wissenschaft angekommen, beziehungsweise in den normalen Medien sowieso nicht. Aber das ist getestet worden, wissenschaftlich bewiesen. Lest euch mal Bücher durch. Ganz schönes Buch, was ich hier erwähnen kann, ist Die neue Medizin des Bewusstseins von George Dawson. Da sind viele solche Tests auch drin. Und ja, um wieder zurückzukommen aufs Thema. Was du denkst, hast Einfluss auch auf das, was du isst. Genauso wie jedes Wassermolekül beeinflussbar ist durch die Gedanken. Ihr kennt bestimmt mittlerweile alle diese Kristallbilder von den Strukturen vom Wasser. Je nachdem, was für eine Intention man da reingibt in das Wasser. Wenn ich gut über das Wasser denke, dann bildet sich eine harmonische Struktur von den Kristallen her. Die kann man fotografieren, das kann man sehen. Man kann es vielleicht nicht erklären, wie das passiert, aber man sieht es, dass es passiert. Eindeutig. Diese Gedanken steuern die Struktur vom Wasser. Und alles ist voll Wasser. Dein Körper ist zu 70%, zwei Drittel aus Wasser.
Und jede Pflanze besteht aus Wasser, Früchte zu 90, 95% aus Wasser teilweise. Wenn du schlecht über dein Essen denkst, dann nimmst du wieder diese schlechte Stimmung auf, dann nimmst du diese Undankbarkeit auf, die du da gerade selbst reingegeben hast. Und Grundvoraussetzung, wie gesagt, genieß dein Essen, egal was du isst. Es bringt nichts, nur was Gesundes zu essen, weil es gesund ist, und es nicht zu genießen. Lern dein Essen zu genießen, lern Dankbarkeit dafür zu entwickeln. Dankbar dafür zu sein, dass das jetzt jahrelang dieser Baum gewachsen ist und da hängt jetzt eine Frucht dran. Da war ein Mann, der hat die jahrelang gegossen. Da war ein Samen, der Jahrzehnte eben gebraucht hat, um zu wachsen. Da war die Sonne, die in dieser Frucht drin steckt. Sei dankbar dafür. Genieß das Essen und dann pflückt es direkt vom Baum in deinen Mund und genieß es einfach, okay? Das ist das Wichtigste. Und dann kommt es eben trotzdem darauf an, was du isst. In ja, Massentierhaltungsfleisch, in Fleisch allgemein, das sind immer schon negative Schwingungen drin, einfach von dem Tod, von der Lethargie, in das das Tier meist gequält wurde. Und dann kommt man auch in diese Depression, in diese Lethargie rein. Und es ist beides wichtig. Es ist beides wichtig, das Essen zu genießen und was man isst, genauso. Ja. Also setzt beides einfach um. Die negativen Schwingungen in tierischen Produkten sind wahrscheinlich wesentlicher als die, die du da selber reingibst. Das wage ich jetzt einfach mal so zu behaupten. Aber es ist wirklich nicht zu unterschätzen, was die eigenen Gedanken mit dem Essen machen. Ja, so viel in dem Video. Macht's gut, Leute. Ciao.